Die Stadt Weißenfels ist, so wie alle anderen Städte auch, gesetzlich verpflichtet, bis 2022 alle Bushaltestellen barrierefrei aus- bzw. umzubauen. Die erste Bushaltestelle, die entsprechend umgestaltet werden wird, ist die im Lasalleweg. Am 22. November erfolgte der symbolische Spatenstich mittels Bagger und Presslufthammer. Zuerst werden die Bushaltestellen umgebaut, die sich an Straßen befinden, für die die Stadt Weißenfels zuständig ist. Haltestellen an Land- und Bundesstraßen folgen sukzessive nach, da hier die Zuständigkeiten beim Land und Bund liegen und der bürokratische Aufwand höher ist. Insgesamt sind 150 Bushaltestellen umzugestalten. Der Umbau einer Bushaltestelle dauert abhängig von örtlichen Gegebenheiten ca. 2 Wochen und kostet zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Die Stadt ist zuversichtlich, bis 2022 alle Bushaltestellen umgestaltet zu haben.